Sie in Sicherheit. Okay. Sehr merkwürdig. Ich empfange etwas von Ovalis. Es scheint eine Art Notrufsignal zu sein. Aber es wird offensichtlich von einem Blark-Signaldämpfer blockiert. Oh oh. Keine Sorge. Der Computer hätte uns gesagt, wenn wir in echter Gefahr wären. Tödlicher Unfall steht bevor. Jetzt letzten Willen und Testament aufzeichnen? Oh lol. Ich gebe zu, das klingt nicht vielversprechend. Das wird jetzt, glaube ich, eine Bruchlandung. Novalis. Alles klar. Also im Optionsmenü kannst du zur normalen Steuerung wechseln. Was ist denn die normale Steuerung? Hm. Es ist zwar beschädigt, aber ich habe schon Schlimmeres repariert. Komm schon, vielleicht kann uns in der Stadt jemand helfen. Okay. Warte mal, ist das Raritanium? Vielleicht sollten wir erstmal unsere Waffen aufrüsten. Was ist das hier? Schauen wir mal, was dieser Händler Schönes für uns hat. Okay. Oh, die gehen auch kaputt. Da sind noch Kisten. Gesundheit auffüllen. Preis 60, okay. Hab ich mir auch grad. Hier suchst du deine Waffe aus. Ich zeige dir erstmal, wie das Ganze funktioniert. Okay. Dazu brauchst du Raritanium, aber fürs Erste nehmen wir welches von mir. Dafür musst du nur eine der Zellen auswählen. Diese Dinger bilden eine Kette. Na los, füll die ganze Kette aus. Okay, jetzt okay. Noch bestätigen und die Waffe ist abgeschlossen. Deine Waffe richtet mehr Schaden an, mehr Schmerzen, mehr Gewinn. Okay. Hey, du hast einen Geheimniskern eingekreist. Das verschafft dir einen großen Schub. Was? Das war eine Mitte? Das war's auch schon. Probier's jetzt selbst mal aus. Okay. Mit dem Brenner. Munition hast du es nicht, auch wenn du nicht mehr weiterschießen kannst, dann hol dir mehr Munition. Was ist das? Feuerrate. Bewältige Gegner, indem du deine Schüsse schneller zu ihnen schickst. Okay. So macht man das. Okay. Achso, da habe ich jetzt nichts mehr. Das dann feuert ein Strombrenner pyrogener Flüssigkeit, damit hältst du dir allzu aufdringliche Gegner vom Leib. So, setze ein supermassives Pseudo-Atom ein, das regelmäßig einen weiten Kreis zerstörender subatomarer Energie ausstößt. Okay. Ist das ein Flammenwerfer hier oder was? Okay, nehme ich mal. Gehen dann hier. Ah ja, okay, das ist ein Flammenwerfer. Okay. Also muss ich da jetzt so runter oder muss ich nach da? Die auch kaputt hier. Okay. Ich gehe jetzt einfach mal hier rein. Vorsicht! Denn Metallvögel oder okay. Ratchet sprang und sprang und hey, was soll das ganze Gespringe? Oh. Ach, hier sind Kisten, gut. Also muss ich dann da rein in den Gang? Holokartenpack. Was haben wir hier? Brenner.
Und das Ding hier, ne? Donnerschlag. Ist das auch eine Waffe? Protonentrommel. Okay. Na gut. Ah, geht auch so. Hilfe. Check. Oh, da oben ist noch einer. Ah. Also, was ich halt auch weiß, dass die Waffen, wenn man die benutzt, dann steigen die auch in der Stufe auf. Ja. Das weiß ich auch. Also. Ich weiß halt noch nicht, machen die dann irgendwie mehr Schaden oder so? Das kann ich jetzt nicht sagen, wo dann der Vorteil ist, wenn die jeden Level hochkommen. Oh. Haha, ich hab dich runtergekickt. Oh, Mist. So. Okay, gut. Kann man sich Gegner vom Hals halten? So. Jetzt weg mal hier rüber. Da ist nichts weiter. Hier muss ich irgendwas drehen. Okay. Hä? Achso, die bewegen sich jetzt. Ist da unten irgendwas im Wasser? Nee, ne? Da komme ich noch nicht mehr raus, wenn ich da unten jetzt bin, oder? Ach doch, da. Ah, okay, wenn ich hier runterfallen sollte, würde ich da dann hochkommen, nehme ich an. Gut. Ich weiß halt immer noch nicht, ob ich hier lang muss oder ob es hier einfach nur so ist. So. Oh, da kommen die Vögel wieder. Oh ne, Renner? Nee, warte mal. Das da? Ach, das gesprat Mechanik-Hähnchen. Diese miesen Blei haben die Übertragung gestört. Wer wird uns jetzt retten? Wer ist er? Okay. Coole Hose. Oh, Hallöchen. Ich freue mich, dass du hier bist. Ich war... Hey, kennen wir uns schon? Ich verspüre ein leichtes Déjà-vu. Ich glaube nicht. Die alte Denkfabrik braucht wohl mal einen Klempner. Wie auch immer. Ich habe versucht, einen Notruf an die Schutztruppen zu senden, seit Dreckstruppen aufgetaucht sind. Die gesamte Region ist voll von Blagtransportschiffen. Wir müssen dich hier wegbringen. Ja, ich kann nirgendwo hin, bis ich diesen Infobot Captain Quark übergeben habe. Wir waren auf dem Weg zu ihm, als unser Schiff getroffen wurde. Können wir einen Blick darauf werfen? Aber natürlich, stibitzt von einem der Blag-Soldaten. Bitte sehr. Oh, Hallöchen. Ich bin Alonso, ja, den kennen wir, ja. Vorsitzender von Drag Industries. Viele von euch fragen. Die Stimme kommt mir auch mehr bekannt vor. Warum marschieren 300 schwer bewaffnete Kampfbots bedrohlich zu einem Schlachtschiff der Klasse G? Die Antwort ist einfach, Freunde. Fortschritt. Vor vielen Jahren mussten wir unter die Erde wegen der Luftverschmutzung, die vielleicht angeblich, aber ganz definitiv von der Firma meines Vaters verursacht wurde. Seither betreiben wir statt Roboterbau den Planetenbau. Was? Jetzt, da unser Projekt sich dem Abschluss nähert, müssen wir mit allen Mitteln den Zeitplan einhalten. In diesem Falle heißt das, unsere freundliche Kampfbordarmee muss jene vernichten, die uns aufhalten wollen. Die guten Neuigkeiten, die haben keine Ahnung, dass wir kommen. Also lehnt euch gemütlich und beruhigt zurück, denn ihr wisst, Drag Industries arbeitet für euch. Drag Industries arbeitet nicht für euch. Okay. Hier hast du ein paar Transportprobleme. Treffen wir uns doch bei deinem Schiff. Wir machen dich wieder fit und abflugbereit. Ist der Typ echt das Abwasserrohr runter? Huh. Naja, es sieht wie der schnellste Weg nach unten aus. Probieren wir es. Okay. Gibt's hier noch irgendwas? Da hinten ist eine Schraube. Der Blumenkasten brennt. Wieder hinten noch Kisten auf jeden Fall.
So. Okay, ziemlich viel sogar. Okay, Geronimo! Okay, ich komme hier wieder raus. Hallo? Das war super. Wollen wir nochmal? Okay, da. Reden? Oh, ich glaube, Bürgermeister Backwash steckt in der Klemme. Wir reparieren dein Schiff bald, aber im Moment braucht er deine Hilfe. Okay. Geh ich jetzt mal da runter, oder? Ui! Wie Sie vielleicht gemerkt haben, befinden wir uns in einer kleinen, unbedeutenden Invasion. Wir sind bemüht, mit den Blarik in Kontakt zu treten, um eine friedliche Lösung zu erarbeiten. Aber bis Sie zurückrufen, sollten wir wahrscheinlich zu Hause bleiben. Okay, Luft gibt's hier auch. Hä? Ups. Was sind das, Bomben oder was ist das? Sich auch bemühte, Ratchet konnte unter Wasser nicht atmen. Er muss ja. Ah. Unser furchtloser Lombax hält die Luft an und taucht ein in die Tiefen des tiefen Wassers. Okay. Gibt's hier noch mehr? Nicht so wirklich, ne? So ein paar vereinzelte Schrauben gibt's hier. Aber sonst eher nicht. Oh doch, da. Oh, das ist ziemlich viel. Okay. Wir haben euch an der Eindringens in diesem Sektor mehrere Nachrichten. Ja, wo bin ich denn hier? Nehmen wir mal die Knarre. Meidet aber, falls okay. Ihr abgerufen habt, sagt, wir auf euch. Bitte, geh weg. So. Du da oben herauf zu ballern. Zack. So. Die sind auch alle weg. Also bin ich jetzt hier einmal lang geschwommen bestimmt, ne? Du machst das klasse. Aber, ah! Das ist bei Granaten so. So gefährlich. Der geht noch kaputt hier, ne? Ja. So. Kisten. So, wieder so ein Granatwerfer. Sie haben zu dieser unangenehmen immer noch nicht von euch gehört. Ich dachte nicht, dass wir vielleicht ein technisches Problem haben, aber als ich höre, abhob oder aua. Okay, eine Karte habe ich erhalten. Dass die Leitung in Ordnung. Ach, doof. Mich von der anderen ich habe mal das hier. So, ich habe auch Granaten, mein Lieber. Okay, der hält nur einer aus. Ruft uns an, wenn ihr einen Moment Zeit habt. So, jede Menge Einzelteile. Go. Oh. Hey. Oh, bin ich voll reingelaufen jetzt, ne? Geh weg, du blöde Ding, du. Das waren bestimmt noch nicht alle von denen. So. Komm ich hier rein? Nein. Schickt sich da lang. Und da kommt wieder. Au! Dürmeaufstieg. Schmelzgranate. Schade Gegner um deine Waffe. Okay, ja gut, das ist ja das, was ich gesagt habe. Das kann ich halt schon. Oh, eine neue Karte. Oh, ab hier. Weg. Hier schöne Brücke kaputt gemacht, ey. Gibt's aber nicht. Oh. Oh je, noch mehr von denen.
Das Bürgermeisterschiff. Dies ist eine Nachricht an die galaktischen Schutztruppen. Bitte, wir brauchen Hilfe. Hier ist Agnog Backwash, Bürgermeister des Tobruk-Kraters auf Novalis. Bürgermeister Backwash hält ohne unsere Hilfe nicht lange durch. Na dann retten wir ihn mal. Also nach links. Ah, gibt's hier was? Ah. Okay, sonst gibt's hier nichts weiter. Zack. Super. Okay, neue Holokarte. Meine Lieben. Wir sind in Gefahr. Oh, da hinten ist einer. Oh nee, nicht du schon wieder. Wir werden angegriffen. Okay, der haut ab. Bitte schickt Hilfe. So. Gott, hab die blöden Dinge. Zack. Keine Munition. Ah, doof. Achso, Brenner habe ich auch nichts. Das ist ein bisschen doof. Okay. Granaten? Jo. Da ist er. Zack. Oh, das war einfach voll daneben. Eine Menge Schrauben. Oh, da ist wieder einer. Boah, Hilfe. Und mir jetzt her. Zack. Wieso hält der eigentlich mehr aus wie der Roboter? Hallo? Kann man sich wieder raustrauen? Zack. Danke. Ach, da ist er. Danke. Ich dachte, wir wären erledigt. Wir freuen uns, dass wir helfen konnten. Warum versucht Drake dich umzubringen? Wegen meines Neffen, Skid McMarks. Was? Skid McMarks? Der Profi-Hoverboarder? Er hat mir diesen Infobot von Aridia geschickt und die Blag sind seitdem hinter mir her. Hier, seht mal. Die Dinger sehen irgendwie voll cool aus. Hey, Onkel Backwash. Skid McMax hier. Du warst schon, dein Neffe. Mein Agent und ich sind bei der großen McMax Sportscheck-Eröffnung hier auf Aridia. Und Mann, war das vielleicht ein Trip? Ich habe alle möglichen Leute getroffen. Fans, Prominente, meine Gadgetron-Sponsoren. Ich habe sogar Autogramme gegeben für diese schrägen Kreaturen namens Blag. Ich glaube, sie erledigen ihr was auf Aridia. Warte, okay. Einen Moment. Hydro-Ernter. Super illegale Wasserverdrängungsapparatur. Ich glaube nicht, dass ich das kriegen sollte. Haltet ihn auf! Er hat die Baupläne! Hilfe! Oh, wow. Na los, ruf meinen Agenten an! Und meinen Pressesprecher! Wobei, ruf keinen dieser Typen an! Jemand an, dem etwas an mir liegt! Ich will noch den Stern. Wow! Klingt, als würde Skid McMax in der Klemme stecken. Wir müssen. Okay, Karte gibt's hier. Nach Aridia. Einverstanden, aber wir müssen erst das Schiff reparieren. Okay, habe ich das hier alles eingesammelt? Danke für die Rettung des Sektors, Freund. Komm jetzt zurück, dann reparieren wir dieses Schiff. Okay, Schmelzgranaten auf Stufe 2, Brenner auf Stufe 1 und der Flammenwerfer auch noch auf Stufe 1. Ups. Achtung, benutze ich mal den Brenner jetzt ein bisschen häufiger. Ein felsiger Held und sein Roboterfreund haben mich gerettet. Mein Büro ist jetzt wieder zu den üblichen Zeiten geöffnet. Jeden dritten Donnerstag von 10 bis halb 11. Okay, tolle Öffnungszeiten. Kennt man von anderen öffentlichen Einrichtungen. So, die habe ich vergessen gehabt. Okay, ich kann jetzt mal wieder ein paar Waffen modifizieren. Und so zogen Ratchet und Clank los, um ihr Schiff mit der Hilfe des Klempners zu reparieren. Sie ahnten noch nicht, dass sie bald der Großartigkeit so nahe kommen würden, dass sie das Anspannen ihres mächtigen Bizeps hören können. Aber zuerst begegneten sie einem gehirnfressenden Zombie-T-Rex. Sekunde mal. Ich erinnere mich an keinen hirnfressenden Zombie-T-Rex. Okay, na schön. Spielverderber. Wow. Ja, ihr seid jetzt wieder startbereit. Bringt bitte diesen Infobot zu Captain Quark. Versprochen.
Danke für die Hilfe. Gern doch. Bis zur nächsten Fortsetzung. Okay, Moment. Ist das jetzt so ein Running Gag, den man versteht, wenn man viele Ratchet & Clank-Spiele spielt? Wisst ihr eigentlich, oder? Hey, suchst du nach Waffen? Komm in mein Büro. Also okay, die kann ich mir auch kaufen. Das wirst du nicht bereuen. Gesundheit und Munition auffüllen. Ja, mach ich jetzt auch mal. Okay. Hier habe ich ja schon Protonentrommel. Das war das, was ich mir jetzt gerade gekauft habe, ne? Hol dir noch mehr Holokarten von deinen Gegnern. Okay. Dauer. Du willst doch etwas länger Freude an deiner Waffe haben? Das ist das hier, die, deine Ausrüstung. Ja, okay. Wirkungsbereich macht deine Gefahrenzone noch größer. Dauer. Okay. Moment mal, ich mach mal das. Ist Raritanium nicht etwas Feines? Achso, das ist hier gar nicht so ein. Na gut. Das hier auch noch? Okay. Alles klar. Viel Spaß mit deiner neuen Protonentrommel! Jo, werde ich haben, denke ich. Hoffe ich. Mal gucken. So, was ist das? Ist hier noch was? Okay. So sehr es sich auch bemühte, Ratchet konnte unter Wasser nicht atmen. So. Hier auch noch? Ja, da unten auch noch. Hier noch so ein Secret-Gebiet oder was ist das? Suche in den Höhlen nach verborgenen Schätzen. Okay. Was ist das denn für Viecher? Aber die hier war noch neu, ne? Was sind das denn für Dinger? Okay. Das scheint Amoeboiden zu sein. Laut meiner Datenbank wurden sie von Drag Industries zur Unterstützung der Kampfbots entwickelt. Was ist das denn hier cooles? Oh, eine Karte. Wie cool ist denn die Waffe? Das ist ja gut, wenn man irgendwie viele Gegner oder halt viele Gegner kommen. Dann kann man sich damit schön schützen. Würde ich jetzt mal sagen. Ist hier irgendwas? Nee. Also hier scheint es ja auf jeden Fall irgendwelche Schätze zu geben. Hier durch. Okay, hier sind wir so eine Sprengkiste. So. Hoch. Okay. Sonst ist hier nichts. Ah, da unten ist wieder so ein Block wie. Hehe, doof, ne? Es nimmt kein oder Ende. Oh, okay, Moment. Eigentlich könnte ich das so Flammenwerfer. Hab. Aha. Könnt mich mal, könnt mich mal. Oh, halt mal ein bisschen mehr aus, die Viecher hier. Hilfe. Geh weg. Okay, Flammenwerfer ist so, dass, alle Gegner sind besiegt. Bravo. Cool. Jetzt nach hier. Okay, der bewegt sich. Hier müssen wir tauchen. Ist hier irgendwas? Nee, ne? Nee. Ratchet,
Ratchet war klar, dass er zum Atmen auftauchen musste. Okay. Oh, das war gerade ein bisschen geglitscht. Jetzt bin ich hier draußen. War es das? Nein. Hä? Moment. Habe ich jetzt hier was vergessen? Hä? Hey, habe ich jetzt hier irgendwas übersehen? Okay. Das Ding da oder was? Es geht halt nicht kaputt, ne? Du kannst wirklich gut Dinge zerstören. Weißt du, das hat Grimm auch mal gesagt. Okay, cool. Okay. Dass man hier auch sowas in die Luft springen kann, hätte ich jetzt gar nicht gedacht. Ja, okay, gut, dann habe ich jetzt hier alles erledigt. Auch gut. Gut, dann kann ich halt los hier. Nee, hoch. Das muss der Weg nach draußen sein. Aha, okay, jetzt bin ich hier wieder. Ja dann, Schiff betreten? Sie konnten nicht nur ihr neues Ziel einstellen, sondern für jeden Planeten wurden auch lustige Aktivitäten angezeigt, unterstützt vom Handbuch für galaktische Schmarotzer. Okay, Schutztruppen auf Kervan warnen. Mach Skid MacMax ausfindig. Vielleicht können wir Skid MacMax helfen. Achso, das war hier der Neffe oder irgendwie sowas, ne? Da kommen wir helfen wir dem mal, der ist ja in einer bedrohlichen Lage. Sieht aber nicht so schön aus hier.